Das ist tatsächlich eines der ganz großen Probleme der Erneuerbaren. Also wie könnte man überschüssige Energiemengen speichern? Am einfachsten natürlich so, dass man den Strom in irgendwas verwandelt, wo man es perfekt hinterher wieder in Strom verwandeln kann. Wasserkraftwerke zum Beispiel sind so großartig. Also mal Wasserpumpspeicher. Pumpst du Wasser hoch und dann lässt es wieder runterfallen. Das ist schon ziemlich gut. Oder man verwandelt es in irgendwas, in Gas, in Methanol oder in irgendwas, was man dann wieder umsetzen kann. Problem bei solchen Prozessen ist, dass der Wirkungsgrad wirklich verdammt klein ist. Dann kann man noch mit Druckluft speichern, man kann es in Kondensatoren speichern, in Batterien speichern. Das Wichtige ist, mit Speichern kann man eine dezentrale Energieversorgung garantieren. Also prima wäre Photovoltaikanlage auf Dach, Speicher im Keller. Und wann immer man es braucht, holt man es hervor. Und natürlich, je weniger Energie wir verbrauchen, umso weniger müssen wir speichern. Das wäre am allerbesten.